das ist der Hafer- und Bananenblues. Das ist das, was jedes Pferd haben muss. Hallo, hier ist der Pferdepodcast, unterstützt von Jutta, der kostenlosen App für Reiter und Ställe. Jenny und Chris hier mit Episode 78, Arbeitstitel Sir Henry. Und wenn wir beide noch so ein bisschen müde klingen, dann liegt das daran, dass wir beide noch ein bisschen müde sind. Denn wir zeichnen auf zu nachtschlafender Zeit am Sonntag, weil das Wochenende einfach so vollgeknallt ist mit Arbeit und anderen reiterlichen Aktivitäten, dass es gar nicht anders geht. Jenny, du... Oh Gott, sie gähnt. Jenny, du hast was gemacht an diesem Wochenende, was du eigentlich ja nie machst. Du hast deine eigenen Pferde versorgt, geritten, alles und zusätzlich auch noch quasi monothematisch auf dem schönsten Reitplatz der Welt, auf dem Berg im Schwarzwald gestanden. Ja, und gebrutzelt wie eine Bratwurst mit meinem Regenschirm, dass ich ein bisschen Schatten habe. Du hast einen Dressurlehrgang gegeben und zwar bei Temperaturen jenseits der 35 Grad auf einem Reitplatz, der ziemlich trocken war und ziemlich gestaubt hat. Und den Lehrgang hast du gegeben den Kindern des Reitvereins Ottenhöfen. Hottenhöfen hätte auch gepasst. Stimmt, Hottenhöfen auf den Hottehüs. Wie war es denn so und wie waren die Kinder so? Es war super, die Kinder waren wirklich super motiviert, die haben sich sehr angestrengt, die sind toll geritten. Es gab bei dem einen oder anderen wirklich eine extreme Steigerung von gestern zu heute. Also man hat gemerkt, die Kinder haben sich gemerkt, was ich ihnen gesagt habe und haben es umsetzen können. Und ja, wir haben dann zum Abschluss an gestern haben wir noch so wie so ein kleines Turnier veranstaltet. Jeder ist eine kleine Prüfung geritten, eine E-Dressur oder ein Reiterwettbewerb. Und dann gab es ganz normale Noten und eine Platzierung und Siegerehrung. Und die Kinder hatten wirklich Spaß. Und mir hat sehr viel Freude gemacht zu sehen, dass es ankommt, was ich den Kindern sage und dass sie es umsetzen können und dass sie reiterlich ein kleines Stück nach vorne gekommen sind. Und die Kinder, das muss man sagen, waren sehr süß zu dir, ne? Süß im Wortsinne. Ja, absolut. Die haben mir einen kleinen Brief geschrieben und haben sich bedankt. Und also sie haben mit ganz, ganz viel Mühe gemalt und gebastelt und gezeichnet und sind voller Freude in den Gesichtern dann hochgekommen und haben das überreicht. Und das war total rührend. Ich habe mich super sehr gefreut darüber. Und einen Kuchen haben sie dir auch gebacken. Genau. Mit so Dings drin, mit deinem Namen als Zuckerguss. Ja, sehr niedlich. Jetzt ist eine Woche lang wieder Ende mit der Zuwendung. Mein Name als Zuckerguss, das spricht doch für sich. Ja, schon klar. Jenny, wir wollen natürlich aber auch sprechen über das Thema junge Pferde und was du mit ihnen veranstaltest. Wir haben ja diese Woche ein kleines Video gepostet, war ein großer Lacherfolg bei Instagram und bei Facebook. AC/DC und Klecks stehen da mit so leicht manischem Blick und wir haben ihn in den Mund gelegt. Weißt du, was die Olle will? Kein Dunst, ich bewege mich keinen Meter. Und sie haben da so ein bisschen vertrottelt in die Kamera geguckt. War das so der Motivationspegel in der vergangenen Woche wegen der heißen Temperaturen? Also auch, es ging eigentlich. Also ich fand, dass beide Ponys trotzdem mitgearbeitet haben. Also ich war in der Halle oder eben früh morgens zum Reiten und dann ging das immer noch. Also jetzt so ab dem Nachmittag ist es doof oder wenn man nachmittags draußen reitet, dann ist es unerträglich. Aber in der Reithalle, auch in unserer Reithalle, geht immer so ein kleines Windchen durch. Das ist eigentlich ganz okay. Also es ist keine Tier- oder Menschenquälerei, wenn man dann auch bei über 30 Grad reitet. Kannst du so ein bisschen skizzieren? Was hast du denn mit denen gemacht? Wie ging es denn weiter? Wir haben oft gesprochen auch über diese Skala der Ausbildung. Wo
steht ihr denn und gibt so konkrete Dinge, die du angepackt hast? Kurz gehen, Gähnpause, ja, es ist nicht die ideale Zeit zum Aufnehmen, aber es geht nicht anders. Ja, wir haben nochmal an den Tipps gearbeitet, die Herr Wille uns gegeben hat. Mit dem Klecks arbeite ich an den Punkten der Ausbildung. Also der Takt ist von Haus aus bei ihm schon sehr gut. Das klappt auch wunderbar. Der hat einen wunderbaren, gleichmäßigen Takt. Anlehnung und Losgelassenheit, da arbeiten wir dran. Da hat uns der Herr Wille ja wirklich gute Tipps mit an die Hand gegeben. Und das funktioniert schon wirklich gut. Ich nehme mir bei jeder Reitstunde vor, was möchte ich heute machen. Ich arbeite an den Übergängen mit dem Klecks und mal an den Seitengängen. Ich nehme mir, wie gesagt, für jede Stunde vor, heute möchte ich das machen, heute möchte ich das machen. Und ich habe den Trainingsplan auch so umgesetzt, wie Herr Wille mir das gesagt hat. 3-mal reiten, 1 Tag Pause, 1 Tag reiten, 2 Tage was anderes. Was anderes ist dann zum Beispiel, wir gehen einfach mal nur spazieren. Gestern hat er seine super tolle neue Fliegenmaske ausgeführt. Wir werden noch ein kleines Video posten. Es sieht sehr witzig aus. Ja, oder ich lasse ihn mal freispringen, longiere ihn, mache Äquikinetik. Also ich habe viele Ideen, wie ich die Tage, die ich nicht reite, ausfülle. Und genauso mache ich es auch mit dem AC/DC. Die beiden sind ja gleich alt, also die haben beide das gleiche Trainingsprogramm. Bei AC/DC, der ist ja schon ein kleines bisschen weiter in der Ausbildung. Da fange ich jetzt auch so langsam an, was wir auch bei dem Herrn Wille gemacht haben, mal antesten, wie das mit dem Außengalopp so klappt. Also er kann es noch nicht halten, er ist noch nicht versammelt, er kann sich noch nicht so wirklich auf die Hinterhand setzen. Aber mal so eine einfache Schlangenlinie im Galopp an der langen Seite, dass man im Galopp ihn mal umstellt und mal so das Gefühl gibt, hör mal, das könnte mal ein Außengalopp werden. Das funktioniert wirklich schon gut. Das macht er auch ganz toll mit. Und wenn die Kraft sich entwickelt hat, dass er das auch tragen kann und sich ein bisschen mehr auf die Hinterhand setzen kann, glaube ich, dass er dann auch wirklich so mit dem Außengalopp und so beginnende L-Lektion, dass das ganz gut funktioniert mit dem Hafi. Wenn du sagst, Losgelassenheit ist so ein bisschen das Thema bei dem Klecks, und du hast konkrete Tipps von Raimund Wille an die Hand bekommen. Wie geht das? Wie bringt man ein Pferd dazu, losgelassen zu sein? Ich stelle mir das gar nicht so einfach vor, weil wenn man oben auf dem Pferderücken sitzt, dann will man ja was beeinflussen. Man hat Zügel in der Hand, man kann Druck machen mit seinen Schenkeln. Aber das Ziel ist es ja, das Pferd soll locker, leicht und eben losgelassen aussehen. Wie bekommt man das hin? Und du hast ja von konkreten Tipps gesprochen. Verrat doch mal so einen oder zwei. Also der erste Tipp ist, weniger ist mehr. Das stimmt wirklich. Je weniger man da oben drauf macht oder machen muss, umso losgelassener läuft das Pferd unter einem. Also wirklich nur die nötigen Hilfen geben. Bei dem Klecks speziell hat Herr Wille gesagt, gerade so beim Leichttraben in der Lösungsphase, steh mal ein bisschen langsamer auf, mach das alles mal so ein kleines bisschen weniger Tempo, langsamer aufstehen und ihn wirklich mit dem inneren Bein so behutsam an die äußere Hand ranreiten. Der rollt sich ja immer so ganz gerne so ein bisschen auf und zieht noch nicht so richtig vorne an die Hand. Und da habe ich festgestellt, wenn ich das wirklich so ein paar Zirkelrunden mache, langsam aufstehen und dann den Zirkel auch so ein bisschen auf die Viertellinie abwende und im Schenkelweichen zurück auf den Hufschlag, das beschäftigt ihn und das bringt ihn dazu, dass er wirklich vorne rantritt, dass er fein auf mein Bein reagiert und dass er loslässt, dass er den Hals fallen lässt und wirklich loslässt und im Rücken schwingt. Es gibt ja nicht so viele Turniere jetzt in diesem Sommer wegen Corona. Wann hast du denn trotzdem die Gelegenheit nochmal zu zeigen, was du kannst und zu zeigen, dass ihr da auch ganz, ganz gut liegt mit dem, was ihr tut? Also ich habe jetzt nochmal 2 Turniere genannt, in 2 Wochen eins und in 3 Wochen eins. Das eine mit dem Klecks, das andere mit dem AC. Ja, wir gucken mal, wie es dann so läuft. Für den Klecks ist es das erste Turnier. Ich weiß überhaupt nicht, wie der sich da benimmt. Ist der brav? Ist der doof? Ich weiß es nicht. Ich fahre einfach mal hin und gucke, was passiert. Also der Countdown läuft. 14 Tage noch und dann
wird's ernst für Klexi. Er weiß es natürlich noch nicht. Das ist ja das Schöne und ist aber schon eine spannende Sache. Aber so Sachen wie Verladen und so weiter, das dürfte ja alles kein Problem sein, weil das machst du ja nach wie vor regelmäßig, dass du auch auf die Reitanlage darüber gehst und auch manchmal fährst. Genau, also der geht auf den Hänger, das ist überhaupt kein Problem. Der lässt sich super verladen, der fährt auch sehr brav und der steht immer so ein bisschen wie so eine Kuh im Hänger, wenn ich die Tür aufmache. So, ich habe geschlafen, soll ich jetzt schon aussteigen? Also fahren ist für Glex überhaupt gar kein Thema. Deinen beiden geht's ja gut, da wo sie stehen und ihr fühlt euch wohl. Und das ist, und damit Themenwechsel, keine Selbstverständlichkeit. Wir wollen sprechen über artgerechte Haltung, ist ja ein großes Wort, über den richtigen Stall. Wie finde ich das raus? Wie finde ich den? Was ist gut für mein Pferd? Und Jenny, du kannst da ja auch ein Lied von singen. Den richtigen Stall zu finden ist gar nicht so einfach. Und du sagst manchmal so, dass das Ding, wo alles passt und alles toll ist, das gibt's irgendwie nicht. Nein, ich glaube, das gibt's nicht. Ich glaube, das wäre auch nicht so, wenn man den eigenen Stall hätte. Also auch da sage ich, da gibt's Dinge, wo du sagst, scheiße, eigentlich geht mir das total auf den Wecker. Also ich glaube, das Perfekte, aber das ist wie mit anderen Dingen im Leben auch. Das Perfekte wird man fast nicht finden. Und so ein bisschen ist es auch so wie mit dem Leberwurstbrot des Schulnachbarn. Also auf seinem Brot ist immer irgendwie die bessere Leberwurst als auf meinem. Aber das liegt, glaube ich, in der Natur des Menschen. Also ich bin immer ganz gut gefahren mit dieser Einstellung. Also ich habe immer in erster Linie gesagt, ich möchte, dass es meinen Pferden gut geht. Das ist immer oberste Priorität. Ich kann mit dem einen oder anderen Kompromiss leben. Das ist überhaupt gar kein Problem. Und Kompromisse muss man immer machen. Und wenn ich merke, ich kann mit diesem Kompromiss nicht mehr leben und das vermiest mir den Spaß an meinem Hobby, dann muss ich mir überlegen, ob ich nicht woanders vielleicht besser aufgehoben bin. Aber solange ich mit den Kompromissen, die ich mache, gut leben kann, ist für mich die Welt okay. Ja, wir kommen auch auf das Thema nicht, weil dich in der Richtung irgendwas bewegt, sondern wir haben ja auch viele Freunde, Bekannte hören Geschichten und überlegen dann manchmal, okay, das ist vielleicht was, was andere Menschen auch beschäftigen könnte und bewegen könnte und deshalb greifen wir das mal auf. Es gibt einen konkreten Fall in Anführungszeichen aus Hessen. Wir machen das natürlich anonymisiert, soll ja keiner wissen, um wen es hier geht, aber wir haben unsere Folge mal Sir Henry genannt und gut, es gibt den Anton aus Tirol und es gibt sehr anonymisiert. Musst du dieses Lachen reinmachen? Was muss ich reinmachen, dieses Lachen? Lachen vom Teaser. Wie dem auch sei und wer das auch sei, ist ja jetzt mal egal, aber eine Freundin hatte schon ein Pferd und hat sich noch ein zusätzliches, neues, geleistet, gekauft, ein ganz tolles Pferd. Und ja, sie hatte eigentlich auch stallmäßig, war alles gut, Offenstallhaltung, ein Aktivstall. Und der neue sollte in diesen Aktivstall rein, aber das hat nicht richtig funktioniert. Ja, genau. Also das neue Pferd, also Dressurpferd, sehr hochbeinig, großes Pferd, tolles Pferd mit super Bewegungen und so, kam dann auch an und meine Freundin war ganz happy und es lief auch so in den ersten paar Tagen ganz gut. Also die kommen dann in so eine Integrationsbox und werden tagsüber abgetrennt bei den anderen, also integriert in diese andere Herde, aber noch abgetrennt durch einen Zaun, werden die so langsam aneinander gewöhnt und man hatte so ein bisschen den Eindruck, dass das Pferd wirklich sich schwer tut, anzukommen, sich zu Hause zu fühlen und Ruhe zu finden. Also der ist, wenn der morgens rauskam, der stand halt nachts in dieser Integrationsbox, also er hat auch Kontakt mit den anderen gehabt. Aber wenn er morgens rauskam, ist er wirklich wie ein Wilder auf der Koppel hoch und runter galoppiert. Also galoppiert, galoppiert, galoppiert. Der hatte sehr viel Energie
Und meine Freundin hat auch gesagt, beim Reiten, also der ist so an und der ist irgendwie total aufgeregt und findet nicht so wirklich Ruhe. Liegt vielleicht auch an der Integrationsbox, die sehr viel Pferde- und Menschenverkehr hat. Also alle, die ihr Pferd holen zum Fertigmachen, laufen an dieser Box vorbei. Also es ist irgendwie tagsüber so ein ständiges Hin und Her. Das hat den wohl sehr unruhig gemacht, weil er auch sehr futterneidisch ist. Und jedes Mal, wenn einer seine Box passiert, da denkt er natürlich, oh Gott, die nehmen mir mein Heu weg oder machen irgendwas. Also die Box war auch nicht so glücklich für ihn, um in diesem Stall sich wohlzufühlen. Tja, was soll ich sagen? Jetzt sollte man meinen, man kann das ja auch ändern. Es gibt ja mehrere Integrationsboxen. Ja, manchmal kann man es eben nicht ändern. Und dann ist es, wie es ist. Jedenfalls hat man wirklich das Gefühl gehabt, dass das Pferd sich da nicht so wirklich eingewöhnen konnte. Und dann nach einiger Zeit haben die Stallbesitzerin und meine Freundin beschlossen, na ja, wenn der so wild auf der Koppel rumgaloppiert, dann lassen wir ihn halt bei den anderen. Wenn er so sehr raus will, dann kann er schon mal draußen bleiben. War für mein Gefühl sehr früh, das Pferd in so eine große Herde zu integrieren und nachts draußen zu lassen. Also ich hätte es gerne noch ein bisschen tagsüber unter Aufsicht, vielleicht auch noch ein bisschen länger abgetrennt, bis das Pferd mal runterkommt und bis man das Gefühl hat, das Pferd ist angekommen in diesem Stall. Vielleicht war es einfach ein bisschen zu schnell und zu überhastet, dass man dieses Pferd in die Herde integrieren wollte. Ist kräftig schiefgegangen. Also er hat wirklich Tritte abbekommen und es entstanden böse Wunden. Er muss jetzt 4 Wochen in der Box stehen. Also es gab böse Verletzungen, weil es einfach noch zu früh war, das Pferd nachts draußen zu lassen mit den anderen zusammen. Die machen das oft aus, wenn die Menschen nicht da sind. Und für meine Begriffe war es einfach viel, viel, viel zu früh. Man hätte dem Pferd viel mehr Zeit geben müssen. Und Zeit ist halt manchmal das, was Stallbesitzer nicht haben. Und das Ende vom Lied war dann jetzt auch ein neuer Stall. Genau, sie hat sich einen neuen Stall gesucht und das Pferd steht jetzt in einer Paddockbox, ist immer noch im Krankenstand, muss also immer noch stehen. Und sie sagt, er ist super entspannt, er ist total gechillt, er fühlt sich wohl in seiner Box. Ja, er geht raus auf sein Paddock, er geht mal ein bisschen gucken. Aber sie sagt, sie hat das Gefühl, dass er so richtig angekommen ist, dass er sich zu Hause fühlt. Er hat sein eigenes Reich, er muss sich mit niemandem um irgendwelche Plätze an der Heuraufe streiten oder so. Also sie sagt, der fühlt sich richtig, richtig wohl. Und für das Pferd war es, glaube ich, die richtige Entscheidung. Also ich will jetzt nicht sagen, dass das Pferd nicht geeignet ist für einen Aktivstall, aber ich glaube, es gibt Pferde, die brauchen einfach 3-mal so viel Zeit, um sich an so eine Haltung zu gewöhnen, wenn sie aus einer Boxenhaltung kommen. Man kann das nicht hoppla hopp machen. Man überfordert die Pferde damit, die, wenn die das nicht kennen, in so einer großen Herde zu leben, dann haben die Stress damit und der Stress äußert sich halt dann auch in solchen Sachen, dass das Pferd wild rumgaloppiert und gar nicht mehr zur Ruhe kommt. Und wenn man sich, glaube ich, viel Zeit genommen hätte mit dem Pferd, dann wäre es sicherlich anders ausgegangen. Also wir lernen jedenfalls, ist ein sehr sensibles Thema, was auch nicht so easy ist. Und der Anspruch, den du ja ganz am Anfang formuliert hast, den Pferden soll es gut gehen, das ist gar nicht so leicht einzulösen. Und das sind ja auch Charaktertiere und sie sind alle unterschiedlich. Und von daher, ja, keine so ganz leichte Geschichte. Wir wollen das noch ein bisschen vertiefen und wir haben eine Interviewpartnerin, die wirklich eine Expertin ist in Sachen artgerechte Pferdehaltung. Jenny Pohl aus Bayern. Dort betreibt sie einen Offenstall mit einem Paddock Trail. Sie wird regelmäßig von Fachmagazinen angefragt, um über artgerechte Pferdehaltung zu sprechen. Sie betreibt einen eigenen Blog zu diesem Thema und wir sind sehr happy, dass sie heute bei uns ist. Herzlich willkommen im Pferdepodcast, Jenny Pohl. Hallo. Frau Pohl, mal so ganz generell gefragt, wie finden denn Reiterinnen und Reiter raus, welcher Stall und welche Haltungsform für ihr Pferd am besten geeignet ist? Weil das ist ja nicht für alle Pferde gleich, oder?
Jein. Also ich muss sagen, man muss grundsätzlich davon ausgehen, dass ein Pferd von seiner Natur aus schon eigentlich offenstalltauglich ist, wie man so schön sagt. Mhm. Also ich meine, die haben einen Bewegungsdrang, es sind Lauftiere, es sind Fluchttiere, sie sind Beobachter, also sie möchten eigentlich ein freies Feld um sich herum haben und möglichst alles im Blick zu haben. Und es sind Herdentiere, das liegt, sag ich mal, in den Genen. Und eine Haltungsform, wie man sie ursprünglich gerne gehandhabt hat, also die Box, widerstrebt eigentlich jedem, jedem Grundbedürfnis, das ein Pferd hat. Es ist wirklich, ich meine, da ist die Rundumsicht nicht gegeben. Sie sind nicht mit Herdenkameraden in Kontakt, also zumindest eine große Zeit des Tages nicht. Wenn ein schöner Auslauf gewährleistet ist, ist das sicherlich schon ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Aber im Grunde ja, schränkt man sie sehr stark ein. Ich habe selber auch ursprünglich mein erstes Pferd in Boxenhaltung gehabt und fand immer, dass eigentlich alles passt, weil sie kam jeden Tag raus und war auch in der Herde unterwegs. Und habe tatsächlich erst selber mir die Augen öffnen lassen, als ich den Stall selber übernommen habe. Ich habe hier in einen vorhandenen Offenstall Paddockboxen eingebaut, weil ich der Meinung war, ja, die brauchen ihren Rückzugsort und man muss das doch alles so ein bisschen in geregelten Bahnen halten, wie es wir Menschen gerne machen. Und habe natürlich durch die Pferde am Haus ganz andere Einblicke bekommen. Also ich hatte so den Eindruck, wenn ich die Pferde morgens rauslasse und es kommt zum Beispiel, also kam Regenwetter oder war generell ein verregneter Tag, wollte ich ihnen natürlich ihren Auslauf gönnen. Aber die standen dann tatsächlich am Eingang vom Boxenstall und wollten gerne wieder rein. Und bei Hitze im Prinzip dasselbe. Sie wären gerne in die Boxen gegangen, aber ich wollte sie ja nicht einsperren. Und ich habe wirklich nach einem knappen halben Jahr, nachdem ein Teil hier eh schon auf dem Stall war und ich da beobachten konnte, wie viel die sich bewegen, wie viel die anders machen. Und auch, muss ich zugeben, auch mindestens 1-2 Nächte in der Boxengasse geschlafen habe, auch wegen einer Fohlenwache, weil ich eine kleine Zucht habe, wo man ja auch mitbekommt, dass eben nicht, wie wir Menschen das uns gerne vorstellen, die Nachtruhe eben von abends 22 Uhr bis morgens 6 Uhr geht, sondern die haben einen ganz anderen Schlaf-Wach-Rhythmus als wir. Und die sind eben nicht die ganze Nacht am Ruhen. Also auch selbst da, wenn wir sie da einsperren, die würden sich, also würden ganz anderen Aktivitäten nachgehen, wenn wir sie lassen. Und darum sage ich immer, rausfinden, welche Haltungsform die richtige ist. Immer davon ausgehen, wenn es möglich ist und nichts dagegen spricht. Also zum Beispiel, ist das Pferd sehr alt oder hat vielleicht in einem Offenstall, den ich schon kennengelernt habe, die Herdenzusammensetzung nicht gepasst oder ist der Stall an sich schlecht konzipiert gewesen, dann kann was dagegen sprechen, ein Pferd im Offenstall zu halten. Aber grundsätzlich ist es für mich die richtige Haltungsform. Welche Rolle würden Sie denn sagen, spielt so der soziale Kontakt der Pferde untereinander? Weil das sind ja eigentlich Tiere, die so den sozialen Kontakt untereinander und zu Artgenossen auch suchen, oder? Ja, total. Also da sind auch, wenn man das zulässt, richtige Freundschaften, die über Jahre fest wachsen, eine Basis. Also wenn man, also ich habe eine ganz interessante Grafik mal gesehen. Das war vom National Animal Center in Wales. Und die haben eine Art Verhaltenspyramide aufgestellt, wo man die Grundbedürfnisse der Pferde im Prinzip mal so angelegt hat. Und ganz unten die Basis, die breiteste Fläche und das Fundament ist sozusagen das Sicherheitsbedürfnis. Das hat ein Pferd in der Natur wirklich in seiner Herde, weil es wurde hineingeboren und es wird sie eigentlich, mal abgesehen von Junggesellenhengsten, wird es diese Herde nicht verlassen. Es ist hineingeboren, es kennt seine Artgenossen, mit denen es sein Leben verbringt, also wirklich von Grund auf. Und alles, was dazukommt, wird entweder auch hineingeboren oder es kommt selten mal vor, dass zum Beispiel andere Stuten hinzugewonnen werden. Aber so wie wir das kennen, dass ein Pferd, weil entweder der Mensch umzieht oder festgestellt wird, dass eine Herde nicht optimal ist oder man gerne doch lieber eine Reithalle hätte, also die verschiedensten Gründe, warum Pferde eigentlich aus ihrem Umfeld gerissen und wieder woanders in eine Herde integriert werden, das gibt's halt in der Natur so nicht. Hm. Und deswegen, also es ist sehr wichtig und es gibt ganz, ganz tiefe Freundschaften, wenn die Pferde eben lange beieinander sind. Und das gilt wirklich
ja, für jedes Geschlecht. Also ich habe es im Vorgespräch eben schon kurz erwähnt, also auch beim Thema Hengsthaltung. Es ist, da wird so oft im Prinzip eine richtige Isolation betrieben, was einfach nicht dem entspricht, was das Tier von Grund auf braucht. Die sind sehr gesellig, betreiben Fellpflege. Jedes Pferd wünscht sich eigentlich so sein Gegenüber. Die Wallache untereinander, ihren Spielkameraden, die wollen sehr viel laufen und toben. Und die Stuten sind eher ja doch ein bisschen zurückgezogener und wollen auch mal ihre Ruhe haben. Aber wenn genug Platz vorhanden ist, auch in einem Offenstall, kann eben jedes Tier genau das machen, was es gerade möchte. Es kann sich in Ruhe zurückziehen, es kann sich ablegen, es kann irgendwo sich wälzen oder eben Fellpflege mit einem Kameraden betreiben. Hm. Sie haben eben gerade ja auch gesagt, es kann Gründe geben, die dagegen sprechen, ein Pferd in so eine Herde zu geben. Sie haben gesagt, zum Beispiel bei besonders alten Pferden könnte das ein Beispiel sein. Wir haben jetzt gerade so im persönlichen Umfeld noch ein Beispiel erlebt, wo eine Pferdebesitzerin sehr unglücklich war. Die hatte schon ein Pferd, das stand in einer Offenstallherde, das war so ein Aktivstall. Mhm. Und das neue Pferd kam eben dazu, war auch relativ teuer für den Dressursport gedacht. Und weil die Bekannte aber das eben so gewöhnt war mit Offenstall und Aktivstall, war erstmal klar, das neue Pferd soll irgendwie da mit dazu in diese Herde. Ja. Und es hat überhaupt nicht funktioniert. Also das neue Pferd war das offensichtlich überhaupt nicht gewöhnt, war sehr überfordert mit der Tatsache, jetzt auf einmal sich in so eine Herde zu integrieren. Der war unruhig, ist die ganze Zeit hin und her gelaufen, ist galoppiert und ist dann auch oder hat sich auch verletzt dabei. Also das war extrem schwierig. Was sagen Sie zu solchen Fällen und wie sollte man damit umgehen? Also sowas gibt's tatsächlich, wobei ich sagen muss, dass ich sehr stark davon ausgehe, dass dieses Pferd wahrscheinlich auch, weil es eben teuer ist, weil diese Sportambition wahrscheinlich von Züchterseite schon da war, dass man gesagt hat, hey, das hat eine tolle Abstammung und hat sich genauso vererbt, wie wir wollten. Das wird ein richtiger Crack und der soll eben mal gerne im großen Sport laufen. Da ist es teilweise der Fall, dass die so ein bisschen in Watte gepackt werden. Ne? Also es ist eigentlich so, wenn Jungpferde, also Fohlen, Absetzer, dann, sag ich mal, die 2- bis 3-Jährigen einfach ja so ein bisschen die Freiheit genießen dürfen. Diese Sozialisierung in der Herde ganz am Anfang und gerade mit Gleichaltrigen ist enorm wichtig. Wobei ich der Meinung bin, dass diese reinen Absetzerherden zum Beispiel auch ja nicht ganz der Naturvorgabe entsprechen, weil natürlich der Erwachsene, der das Fohlen oder die kleine Gruppe der Jungtiere so ein bisschen zurechtweist und den Weg vorgibt, dort fehlt. Also es ist wie auch mit jungen Hunden, die zum Welpenspiel mitgenommen werden. Es ist einfach wichtig, dass die sozialisiert sind und diesen Austausch, den ganz natürlichen, mit den Artgenossen kennen und gewissermaßen die Körpersprache entwickeln, auch verstehen und nicht bei einem ersten Ohrenanlegen schon flüchten, weil sie also die Signale zu ernst nehmen zum Beispiel oder sich reinstressen in Situationen. Das ist einfach, das müssen die lernen. Und deswegen bin ich auch ein Verfechter von einer ja gesunden Aufzucht oder einer Aufzucht, die da so ein bisschen den Grundstein legt. Ja, aber wenn das verpasst worden ist sozusagen, dann hat man schon ein Problem, oder? Ja, schon eher. Also gerade, weil Sie sagten, eine Aktivstallherde, die sind meistens also ganz toll angelegt natürlich, bieten allen Bedürfnissen irgendwo, also tragen denen Rechnung, sind aber oft auf große Gruppen ausgelegt. Das ist einfach ein Kostenfaktor, weil natürlich diese Fütterungstechnik etc. Enorm teuer ist. Mhm. Das heißt, wir sprechen da oftmals von Gruppen zwischen 30 und 50 Pferden. Und da ein Pferd hineinzugeben, das quasi vielleicht schlecht sozialisiert wurde oder sehr lange in Einzelhaltung war, eben weil man es in Watte gepackt hat, wird sich dort sehr schwer tun. Da wäre wahrscheinlich, wenn man sagt, ich möchte es trotzdem möglichst artgerecht unterbringen, vielleicht eine Art Eingewöhnung, also zur Haltungsform notwendig, also dass man vielleicht wirklich sagt, okay, ja, es kommt nicht nur einzeln auf die Koppel, sondern es kommt in einer kleinen Gruppe raus.
Oder es ist dann ein kleiner Offenstall von vielleicht einer Gruppe mit 6 Pferden oder 4, dass man ihnen das wirklich im kleineren Rahmen ermöglicht. Also es kann durchaus sein, dass die sich enorm reinstressen. Ich hatte hier selber so einen Fall, da waren damals, also es waren sowohl Isländer in meiner Herde und es kam ein schweres Warmblut, das auch im Fahrsport sehr erfolgreich war. Es hatte dann ein Knieproblem und sollte gewissermaßen früh in Rente geschickt werden. Die Besitzerin war ganz begeistert von der Haltung und fand das hier, also sagte, Mensch, da kann er sich ja bewegen und also kann er machen, was er möchte und fand sie ganz toll. Und das Pferd war angekommen und hatte schon, also im Integrationsbereich, also wir trennen vorher ab, hat man schon gemerkt, so irgendwie so richtig zur Ruhe kam er nicht. Und als er dann in der Herde drin war, der ist mir wirklich panisch geflüchtet vor den Island-Ponys, die wirklich gefühlt halb so groß waren wie er, weil er das überhaupt nicht kannte, dass er sich in irgendeiner Form mit Artgenossen auseinandersetzen muss, obwohl die nicht bösartig waren, sondern das war eher so, Menschen neuer, den möchte ich kennenlernen und die sind halt neugierig zu ihm hin und er ist halt geflüchtet. Und da muss man entweder sehr viel Zeit mitbringen, was ich auch den Stallbetreibern generell ans Herz legen möchte, eben nicht, neues Pferd kommt, Hänger auf, Koppel auf und alle Pferde zusammen, sondern da muss man individuell schauen, ja, wie kommen die denn miteinander klar? Ich habe hier auch meinen Integrationsbereich, da kann ich im Prinzip von der Paddockbox bis zu einem kleinen Paddockstück hinten dran abtrennen. Die Pferde haben die Möglichkeit, sich zurückzuziehen, weil bei einem Doppelzaun im Prinzip gar kein Kontakt zueinander stattfindet. Oder sie gehen zum Tor, wo man sich anschnuppern kann und wo man einfach schon so ein bisschen sieht, wie ist denn die Herde dem Neuen gegenüber gestimmt und wie verhält er sich auch? Sucht er Nähe oder möchte er seine Ruhe? Hm. Und das ist vom Zeitrahmen her, ich sag mal zwischen 10 Tagen und 3 Monaten habe ich alles schon gehabt. Okay. Also das kann auch eine Frage dann der Zeit sein, dass so eine Eingewöhnungsphase einfach auch mal ein bisschen länger dauert, weil Pferde diese Zeit dann brauchen. Ja, das stimmt, auf jeden Fall. Da muss man wirklich einfach gucken, wie sind die denn? Sie haben ja jeder auch ihre Persönlichkeit und das hängt auch sehr stark natürlich von der schon vorhandenen Herde ab. Wie gefestigt ist die? Und ist da vielleicht, gibt es da noch Klärungsbedarf oder ist die sehr gefestigt? Und oft ist es auch so, dass zum Beispiel, wenn es möglich ist, so einen Umzug zu machen mit einem Pferd, was quasi mein eigenes Pferd schon kennt, also wenn die als Paar irgendwo hinkommen, haben sie es viel, viel leichter irgendwie anzukommen, weil sie einfach schon ihren Sicherheitspartner dabei haben. Hm. Also wenn man mit einer Freundin zusammen sowas machen kann, würde ich das immer sehr begrüßen. Also wir haben hier sehr oft, wenn Integrationen waren, also muss ich echt sagen, viel, viel einfacher, wenn einfach ein Duo ankommt. Ist auch ein guter Tipp, auf jeden Fall. Eine handfeste Geschichte und manchmal ist es ja dann doch möglich, das so zu machen und dann, ja, gut zu wissen, dass das was bringen kann. Ich habe noch eine Frage zu dem Thema in Watte packen. Das haben Sie ja vorhin angesprochen. Ich glaube, das gibt es tatsächlich ganz häufig, dass das so vorkommt und dass man auch denkt, Mensch, das Pferd ist jetzt also sehr wertvoll und ja, es soll in Watte gepackt werden. Ist es denn einfach so aus der Luft gegriffen oder ist die Verletzungsgefahr in so einem Offenstall, Aktivstall nicht doch tatsächlich auch ein bisschen größer, als wenn man jetzt, sagen wir mal, eine Paddockbox hat oder man hält die nur zu zweit oder so? Das ja, muss man aus verschiedenen Perspektiven betrachten. Ich bin immer erschrocken, wenn ich sehe, was auch für Unfälle passieren mit einem Pferd, was alleine in der Box steht. Selbst wenn man sich an die Leitlinien hält und diese Abstände passen von den Gittern etc. Es kommt vor, dass Pferde irgendwie schaffen, wenn sie zum Beispiel nach den Boxennachbarn ausschlagen, dass sie mit dem Fuß zwischen diese Gitterstäbe geraten oder sich im Heunetz verfangen. Solche Sachen kommen echt auch in Einzelhaltung vor. Und es kann auch sein, dass auf einer Einzelkoppel einfach was mit der Zaunlitze etc., dass sie sich irgendwie verheddern. Also es passieren die unmöglichsten Sachen. Also ich habe es auch schon gehört von einem, war ein Zuchthengst von einer Bekannten, der auf einem mit Holz eingezäunten Paddock stand und mit, also die Stallbetreiberin war gerade beim Ausmisten und hört mit einem Mal einen Knall. Es weiß keiner, wovor er sich so erschrocken hat, aber der ist im Prinzip durch die Holzumzäunung gebrochen und hat sich aufgespießt selber.
wo ich sage, ein völlig allein gehaltenes Pferd kann sich auch schlimm verletzen. Also das wird immer unterschätzt. Und ich sage immer, also wenn Sie das wirklich mit der Herdenhaltung gewohnt sind oder wenn Sie vielleicht wenigstens einen Koppelpartner haben, sind die auch ausgeglichener. Alleine schon eben durch diese Basis, sie sind Herdentiere, die brauchen dieses Sicherheitsgefühl um sich rum, jemanden zu haben, der im Prinzip aufpasst. Und was ich auch sagen muss, eben aus eigener Erfahrung mit den Jungpferden, ich habe hier wirklich auch vom Fohlen bis zur Zuchtstute auch alles stehen und die sind ja, ganz anders koordiniert. Es bilden sich wirklich die Gelenke, die Muskeln, die Sehnen ganz anders aus, weil die hier einen Untergrund haben, der nicht so ganz bequem ist. Ne? Also ich habe wirklich große Steine, auch bewusst auf dem Paddock, wo vielleicht mal kleine Schürfwunden auftreten am Anfang, wo die sich dran gewöhnen müssen oder wo sie auf dem Schotter vielleicht auch mal rutschen. Aber das macht sich wirklich bemerkbar. Ich habe wirklich hier die zwei- oder dreijährigen Pferde stehen mit wirklich festen Hufen. Jeder Hufschmied der sich es anschaut, sagt, sie glauben gar nicht, wie fest dir die Hufe werden. Es ist einfach wirklich ein Training und die bekommen ganz tolle Muskulatur. Die Hinterhand ist super ausgeprägt, die haben große Schultern, die einfach schon ganz massiv sind, ohne dass jemals mit denen im Prinzip was gemacht werden muss. Das erarbeiten die sich selber. Und das ist, denke ich, auch ein Punkt, wo viele Sportreiter mal drüber nachdenken könnten, was kann ich denn also verkraften von mir selber aus, mein Pferd nicht im Watte zu haben und dem aber zu ermöglichen, schon von selber ein Training zu absolvieren, was schon eine Basis bietet. Ich habe hier auch mal so GPS-Messungen gemacht und ohne dass ein Besitzer sein Pferd draußen hatte, bewegen die sich also selbst im Hochsommer zwischen 10 und 15 Kilometer am Tag selber. Wow. Und das, sage ich mal, entspricht schon einem kleineren Ausritt. Ja, was die Pferde einfach erledigt haben und wo man einfach sagt, Mensch, ich muss nicht jeden Tag reiten kommen, weil ich weiß, mein Pferd macht selber auch was. Und ja, ich denke, das ist ein gutes Basistraining, was gerade auch einem Turnierreiter eigentlich entgegenkommen sollte. Ja, absolut. Also ein klares Plädoyer für den Offenstall beziehungsweise die Haltung in einer Herde. Wenn ich als Pferdebesitzer mich dafür entscheide und mir Ställe angucke, worauf sollte ich vielleicht achten? Weil es ist ja auch nicht ein Stall so gut wie der andere. Was sind so Sünden, die man vielleicht unbedingt vermeiden sollte und wo Sie sagen, Mensch, da lohnt auch noch mal ein zweiter Blick hin? Also ich würde immer sagen, unbedingt mehrere Ställe anschauen. Das ist schon mal das Wichtigste, sich nicht quasi von dem ersten Bauchgefühl leiten lassen, wenn man sagt, oh Mensch, da ist die Halle so toll, der Boden ist klasse und es sind vielleicht alles neue Gebäude. Man muss immer versuchen, sich so ein bisschen ins Pferd reinzuversetzen und das mit seinen Augen zu betrachten. Und auch ganz gefährlich, wenn ich jetzt davon ausgehe, wir haben jetzt 30 Grad, es ist Sommer, es ist relativ trocken, versuchen wir uns mal vorzustellen, wie sieht denn die Wintersaison aus in dem Stall, den ich mir anschaue? Sind die Flächen, die da sind die befestigt oder zumindest teilweise befestigt? Ich sage gar nicht, dass ein Stall komplett matschfrei sein soll. Das ist meiner hier auch nicht. Aber es müssen oben die Raufen rum zum Beispiel befestigte Flächen sein, weil da halten sich die Pferde rein von der Basis her um die 16 Stunden am Tag auf. Das machen die einfach zur Nahrungsaufnahme. Also wenn sie da im Morast versinken, ist das eine ganz schlechte Basis. Darüber hinaus finde ich generell, dass genug Raum zur Verfügung sein sollte. Und da eben auch nicht nur die Koppeln betrachten, die wahrscheinlich schön groß und grün sind im Sommer, sondern auch da, was ist denn der Winterauslauf und passt es zu der Menge Pferde, die dort stehen? Die brauchen Platz zum Ausweichen, eine gute Struktur. Das heißt, Raumteiler sind ganz große Klasse, finde ich auch in der Liegehalle zum Beispiel wichtig. Wir haben hier so Segmente abgeteilt, wo einfach die Rangniedrigen sich einfach mal hinter eine Wand stellen können, wenn auf der anderen Seite vielleicht ein Pferd steht, mit dem sie nicht so grün sind, dass sie einfach auch ihren Rückzug haben und sich gerne hinlegen. Ansonsten finde ich, sollte man so als Pferdebesitzer darauf achten, dass es nicht so spitze Winkel gibt, wo einfach auch ein Pferd schön reinrennen kann und quasi in die Ecke gestellt werden kann, sondern eher, ja, also wirklich viele Freiflächen, gute Rundumsicht. Dann generell natürlich, wie ist die Herdenkonstellation, wie hoch ist die Fluktuation? Da kann man natürlich nur hoffen, dass man eine ehrliche Antwort bekommt. Vielleicht hat man auch die Möglichkeit, neben dem Stallbetreiber mit ein oder zwei Einstellern, die man vielleicht schon kennt oder die man auf dem Gelände dort bei der Besichtigung trifft, ein bisschen mal zu sprechen. Reden, ne? Genau, das ist immer gut, um einfach zu sehen, Mensch, wie lange seid ihr schon da und
wie oft gibt es denn Wechsel, was wieder diese Grundbasis der Verhaltenspyramide, die wir vorhin schon besprochen haben, zu Rate zieht, dass man wirklich ein möglichst großes Sicherheitsbedürfnis für die Pferde gewährleistet durch eine stabile Herde. Da muss ich ein bisschen gucken, wie sind die vom Geschlecht her aufgeteilt. Braucht mein Pferd vielleicht eine reine Stuten- oder Wallachgruppe? Ist zum Beispiel interessant bei sehr hengstigen Wallachen, die gerne Stuten für sich beanspruchen, die aufspringen. Da muss man immer gucken, ob das zusammenpasst. Ansonsten so ein bisschen Alter und Typ, wobei es auch gemischt sehr gut funktionieren kann, eben mit dem genügend Ausweichmöglichkeiten. Ich habe hier zum Beispiel eine 30-jährige Ponystute in meiner 16-köpfigen Herde und der jüngste ist 4-jährig und das funktioniert super und es ist auch eine gemischte Gruppe. Wo man ein bisschen gucken muss, sind sehr leichtfutterige Rassen, sei es Isländer, auch mal Haflinger oder Kaltblüter, die vielleicht nicht unbedingt mit 24 Stunden Heu kompatibel sind. Da gibt es ja zum Beispiel in den Aktivstellen eben die Möglichkeit, da so eine automatisierte Fütterung zu haben. Ansonsten generell noch, also Zahl der Fressplätze, es ist da mehr Raum, also mehr Fressöffnungen alleine schon oder möglichst viele Stationen, wo die Pferde sich einfach ihr Futter holen können, weil es steht natürlich auch nicht gern jedes Pferd neben jedem. Ich habe jetzt hier für diese 16er-Gruppe eben drei Großraumraufen, wo auch eigentlich rein vom Hersteller jeweils 12 Fressplätze wären, aber die werden natürlich nie gleichzeitig besetzt sein. Also wenn man sagt, okay, 4 bis 6 Pferde an einer Raufe, ist eigentlich so das Realistische, wie die zusammenfressen. Genau, und ansonsten sind noch wichtig die Ruhezonen. Ist Einstreu da oder sind es Gummiböden? Haben die vielleicht auch verschiedene Untergründe zum Aussuchen? Ich mag zum Beispiel Hackschnitzel sehr gerne, weil ich festgestellt habe, da liegen die Pferde auch sehr gerne drauf. Und ganz toll, wenn es einen Sandwälzplatz draußen gibt, weil das auch ganz toll ist im Sommer, wenn sie draußen schlafen wollen. Genau, das sind eigentlich so die grundsätzlichen Sachen, auf die ich achten würde. Jenny Pohl im Pferdepodcast, Expertin für Pferdehaltung. Und ich habe mit ihr auch besprochen, wenn es noch irgendwelche konkreten Fragen gibt, dann gerne her damit. Ich darf sie nochmal anhauen, um Fragen unserer Hörer nochmal gesondert zu klären, weil wir haben ja auch ganz am Anfang schon gelernt, das ist eine sehr individuelle Sache und Probleme, die da entstehen, können zum Teil sehr unterschiedlich gelagert sein. Und das war Episode 78. Wir bedanken uns ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und fürs Zuhören. Folgt uns auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Drückt auf Abonnieren, hinterlasst Sternchen da, wenn man das irgendwie machen kann, oder eine Bewertung. Empfehlt uns weiter und habt eine schöne Woche. Macht das Beste draus. Wir sind nächsten Montag wieder da. Tschüss. Ich dachte, wir gehen jetzt in die Sommerpause. Spotify, kannst vergessen. Tschüss.